Leute, Cramix hier, Basketball Paul Berger. Wir werden uns heute gemeinsam Autoexperimente oder beziehungsweise Autozerstörungsexperimente anschauen, denn heute werden einige Dinge zerstört durch einen Autoreifen. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. So, was haben wir denn hier? Ein Wecker. Okay. Bam! Also ihr seht, glaube ich, schon, in welche Richtung das Ganze heute hier geht. Wir werden verschiedenste Sachen sehen, die zerstört werden. Ich finde sowas irgendwie immer voll satisfying. Oh ja, komm, fahr nochmal drüber. Bam! Das Ding ist broke. Das Ding ist broke. Oh, die, wie heißen die nochmal? Orbis. Boah, die platzen sogar. Krass. Die kriegt man eigentlich fast nie zum Platzen. Zack, zack, zack. Wild. Oh, was ist das? Sind das Makarons? Ah, nee, so Plastik-Makarons waren das, okay? Und komm, fahr nochmal drüber. Mit Klibber-End drin. Komm, fahr nochmal drüber, Junge. Götterspeise, okay. Das wird natürlich auch jetzt hier wieder rausexplodieren. Leute, schreibt mal in die Kommentare, bin ich der Einzige, der irgendwie... Ich finde sowas irgendwie voll nice, einfach anzuschauen. So. Man sieht einfach, wie irgendwie was kaputt geht, weil irgendjemand drüber fährt. Es ist eigentlich so nichts Besonderes, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß, das einfach anzuschauen. Keine Ahnung. M&Ms oder so sind das. Was ist das? Ein Strandball, ne? Oh, der muss doch safe gleich platzen. Hä? Lol. Aber wie viel der aushält, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ah, das war relativ unspektakulär. Man hat da wenig Dinger so gehört. Aufpoppen gehört. Boah, ein Eisblock. Okay, könnte interessant werden. Ich glaube irgendwie fast, dass da gefühlt nichts passiert. Nice. Ja. Da geht nichts, Junge. Dachte ich mir schon. Ey, aber schau mal, er schleift das quasi weg. Er schleift sich da mit dem Reifen rein. Am Ende des Tages gewinnt das Auto natürlich trotzdem gegen den Eisblock. Ich frage mich, wie die das gemacht haben, dass nur der Reifen sich dreht und nicht alles andere. Haben die das Auto hochgebockt? Oh, oh, jetzt schleift es schon auf der Straße. Deswegen der Qualm.
Hier nochmal der Schnelldurchlauf. Schon irgendwie nice zu sehen. Was haben wir hier? Eine Maus. Bam, weg. Gar kein Problem. So Plastiksachen, es juckt natürlich gar nicht. Ja, komm, komm, nochmal. Komm. Krass, wie wenig Technik da eigentlich in so einer Maus drin ist, ne? So eigentlich gar nichts Besonderes. Hä, das Ding geht ja gar nicht kaputt. Das ist einfach unzerstörbar. Die unzerstörbare Eiscreme. Ice Creamy. Ja, jetzt die Sauerei. Wer macht jetzt die Sauerei hier weg, Leute? Die werden danach, glaube ich, sehr, sehr crunchy sein. Also wer das danach noch essen will, weiß ich nicht. Ist das Tischtennisbälle? Ja, die sind natürlich... Die sind natürlich direkt weg. Mit denen kannst du nicht mehr spielen. Da sind jetzt mehr Tischtennis-Eier. Da muss ich sagen, Leute, kennt ihr das, wenn also damals, ich habe damals so als Kind immer so viel diese Schoko-Dinger da gegessen, diese Schoko-Cornflakes. Und unten in der Packung war ja auch immer dieses, ne, waren die schon so die zermahlen. Und das fand ich aber immer nice, wenn man dann so, wenn die Packung leer war und dann kam so mehr dieses Zeug mit. Und das war dann immer, hat sich mit der Milch so verdickt, ihr wisst, was ich meine. Das war eigentlich immer ganz nice. Hier die Sunglasses. Oh. Oh. Ich denke nicht mal, dass jede kaputt geht. Oder? Doch, tatsächlich. Nee, eine hat überlebt. Eine ist weggerutscht. Die halten ja schon viel aus, so Walnüsse. Oh, eine Cookie. Okay, das ging schon ordentlich ab hier. Bam, 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 bam. Ganze Kamera voll mit Cola. Leute, das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex. Ciao.